So, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, zum Weihnachtsquickie. Ich habe ja gar kein Mikrofon. Seht ihr mal, wie verwirrt ich mittlerweile bin. So, jetzt aber. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zum Angel Readings Weihnachtsquickie. Ja, jetzt geht es wieder darum, mal in die Energien reinzuschauen. Und morgen ist ja ein besonderer Tag. Morgen ist der heilige Abend. Es weihnachtet sehr. Das Christkind steht vor der Tür. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch alle mal euren vorweihnachtlichen Stress rum. Na? Also ich habe jetzt gerade noch im Supermarkt noch einen Rotwein geholt für meine Soße und Butter und Klosteig und bin jetzt einfach echt froh, dass ich zu Hause bin. Und ich habe jetzt auch noch einiges an persönlichen Legungen zu machen. Dafür mache ich heute einen Reading-Marathon, dass da was vorangeht. Und vielleicht mache ich heute noch ein Orakel, aber ich glaube nicht, ich schaffe es zeitlich nicht. Persönliche Legungen gehen ja bei mir immer vor, ne? Prio 1. Und deswegen, ja, den Quickie lassen wir uns aber nicht nehmen. Wir schauen doch jetzt mal in den Weihnachtstag hinein. Was für Energien gibt es denn da? Werden wir uns alle am Esstisch zerfleischen mit der buckligen Verwandtschaft? Oder gibt es ein schönes harmonisches Weihnachtsfest? Das werden wir miteinander jetzt herausfinden. So. Und ja, schön, ich weiß gar nicht, was momentan überhaupt los ist. Ich habe ungewöhnlich viele Klicks plötzlich auf mein Video, das freut mich natürlich wirklich sehr. Da bin ich immer happy, wenn ich das sehe, dass meine Videos auch gerne angeschaut werden. Wahrscheinlich hat es einfach nur mit meiner Zipfelmütze zu tun, na? So, aber wir wollen mal anfangen. Orakel, 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 wir schauen mal rein in die allgemeine Energie morgen am Weihnachtstag. Schauen wir mal. Haben wir auch schon. Oh Gott, so. Ja, da bist du gefallen. Und die Schlange. Ja gut, die Schlange natürlich auch mal gerne so eine Karte, wo es dann halt einfach irgendwie so ein bisschen umständlich wird. Ja, vielleicht geht es euch auch so am Weihnachtstag, bis man das mal alles geplant hat, bis man da mal alles geregelt hat. Wer kommt wann, mit wem, wohin? Wer will was essen? Wer will nichts essen? Wer ist vegan? Wer ist Vegetarier? Wer will ein großes Stück von der Gänsebrust? Wo sind wem seine Geschenke? Ha, das habe ich mir ja gar nicht gewünscht. Wieso bekomme ich nur wieder Socken? Und so weiter. Also ich nehme die Schlange jetzt hier eigentlich für den Weihnachtstag morgen so ein bisschen mit Humor. Und wir werden da jetzt aber doch trotzdem noch mal eine Karte dazu ziehen zur Schlange und dem der Person. Ah, okay, die Sense, gut. Das heißt eigentlich auch, dass die Komplikationen hier dann schon auch zu Ende gehen. Ja, also wenn dann mal alle endlich am Esstisch sitzen und endlich satt sind, dann wird es dann auch endlich mal harmonisch. Schalte doch einfach ein bisschen Last Christmas ein, na, wenn du die Gäste loshaben möchtest. Ja, also von daher, gut, passt, ist eigentlich soweit ganz gut. Ich denke mal, das riecht schon förmlich nach einem ganz normalen Wahnsinns-Weihnachtsabend, na? Okay, ja, wir orakeln jetzt auch nochmal weiter. Orakel, Orakel, was ist in der Liebe los am Weihnachtstag? Ja, da kann ich mir vielleicht vorstellen, dass es einige, ja, gebrochene Herzen, einsame Herzen gibt, aber vielleicht auch schöne Momente. Und ja, das sage ich es doch gerade noch, in der Liebe am Weihnachtstag, die Wunscherfüllung und der Sex vielleicht schon. Na, vielleicht packt es hier den Wunschpartner und der sagt, Mensch, ich will dich jetzt am Weihnachtsabend. Ja, kann ja auch sein, der Stern, die Klarheit, die Fülle, die Wunscherfüllung. Ja, und hier auch die Lilien dazu. Ist auch eine schöne Karte, ja, auch für Harmonie, Wachstum, Schönheit. Also morgen ein schöner Tag mit Wunscherfüllung und Harmonie. Also da schaut es doch auch schon mal in der Liebe wunderbar aus, ne? Passt's ja soweit. So. Okay. Wunderbar. In der Liebe schaut es eigentlich ganz gut aus. Auch mit dem Partner gemeinsam, dass man sagt, okay, jetzt habe ich mal Zeit, ja, ich nehme jetzt einfach mal Zeit für meinen Partner. Familie hier, Familie da, buckliche Verwandtschaft dort, Partner da, das alles dann unter einen Hut zu bringen. Man soll auch Weihnachten mal so ein bisschen
gucken, dass man auch Zeit für sich und seine Liebste und seinen Liebsten hat und wo man einfach mal die Zeit genießen kann. Ne? Und da schaut es mir schon sehr danach aus. Also wunderbar. Jetzt kommt natürlich die Kategorie Beruf und Finanzen. Die werden wir jetzt vielleicht trotzdem legen, obwohl wir ja alle wissen, dass wir im Dezember um die Weihnachtszeit eigentlich alle schon ziemlich abgebrannt sind, weil man halt auch irgendwie ständig irgendwo irgendjemandem ein Geschenk kauft. Ne? Aber gut, wir wollen weiterschauen. So. Oh, in Sachen Finanzen gibt es morgen eine Botschaft, das Kreuz, Schicksal und Glaube. Und der Brief hier, das ist vielleicht ja ein Geschenk von der reichen Tante aus Amerika, von irgendjemandem, der dir eine Aufmerksamkeit, der dir eine Überraschung machen möchte. Vielleicht gibt es eine Weihnachtsgratifikation vom Chef, irgend so was Schönes. Also das Kreuz ist jetzt nicht eine Last, eine Belastung, eine schwere Aufgabe, sondern das Kreuz ist ja auch die Karte für Schicksal und für Glaube, dass morgen eine schöne Botschaft auf dich wartet. Vielleicht eine schicksalshafte Botschaft in Bezug auf Finanzen, Beruf, dass da so ein bisschen ja eine gute Botschaft auch dabei ist. Na? Also schaut ja schon mal sehr, sehr gut aus. Na? So, meine Lieben, ich würde sagen, wir ziehen mal jetzt noch eine Karte für Schicksal und Beruf. Das ist mir jetzt eigentlich noch zu schwammig. Ich möchte es mal genauer wissen. So, und da ist jetzt noch das Haus dazu gefallen. Aha, also morgen könnte es tatsächlich, obwohl Weihnachten ist, viele, viele müssen ja trotzdem noch auf die Arbeit, morgen eine schöne Nachricht in Bezug auf deinen Arbeitsplatz geben oder auch in Bezug auf dein Fundament, deine Basis, deine finanzielle Basis, ja. Also morgen wird es da in Sachen Finanzen und Beruf nochmal spannend, da musst du natürlich auch so ein bisschen auf deine Zeichen achten. Wenn dir der Chef über den Weg läuft und schon 5 Glühwein getrunken hat, ist das natürlich eine wunderbare Gelegenheit, einmal über die finanziellen Verhältnisse im Vergleich zu deiner Leistung zu sprechen. Na? Also Augen auf und gucken. So, ja, wir schauen jetzt aber mal weiter. Wir bitten natürlich jetzt noch um eine Botschaft aus der geistigen Welt für den Heiligen Abend. So, ach ja, das passt hier ganz gut. Wir haben hier die Ruten und das Kind. Das heißt, es ist auch morgen so der Tag eigentlich, wo man sagen kann, nutzt mal die Zeit mit euren Lieben, mit der Familie, mit den Menschen, die dir wichtig sind, um Gespräche zu führen, die vielleicht schon mal überfällig waren. Das Kind ist ja auch so eine Karte, ja, für einen Neuanfang, für einen Neubeginn, auch hier mal neu vielleicht in die Person reinzuhören, vielleicht etwas zu besprechen, was ein bisschen überfällig ist, dass man sagt, hey, lass uns doch einfach mal wieder über dies und das reden, ein paar tiefsinnige Gespräche und hier vielleicht das ein oder andere, die ein oder andere Beziehung mal neu aufleben zu lassen. Ne? Also hier der Neubeginn, die Routen, die Gespräche, wenn es vielleicht morgen einen Menschen in deinem Leben gibt, wo du vielleicht auch mal über deinen Schatten springen müsstest, um ihm einfach ein schönes Weihnachtsfest oder sowas zu wünschen, dann tu das. Ja? Die geistige Welt sagt, auch wenn du Zweifel hast, dich mal bei jemandem zu melden, wo du sagst, okay, ne, der war doof zu mir, ne, bei dem melde ich mich überhaupt nicht mehr. So, das mal abzulegen und zu sagen, okay, komm, lass uns mal reden oder ich wünsche dir von ganzem Herzen ein schönes Weihnachtsfest, auch wenn wir vielleicht die ein oder andere ungemütliche Geschichte miteinander hatten. Ich mache den ersten Schritt, ich zeige Größe. Na? Ja, meine Lieben, da haben wir noch die Unterseite des Decks, da haben wir natürlich auch die Störche, das ist das, was wir uns morgen alle wünschen, die Leichtigkeit. Na, die Leichtigkeit unter dem Weihnachtsbaum, wie es früher war, das wäre natürlich mal eine ganz, ganz tolle Idee. Na? So, ja, ich würde sagen, wir mischen jetzt nochmal und ziehen eine schöne Karte aus der Happy Box. Was gibt es denn da Schönes? So, okay, ich sehe schon, was das ist und ich werde es euch auch vorlesen. Am Weihnachten ist ein guter Tag, um intensiv zu leben. Carpe diem,
Pflücke den Tag, lebe heute so, als sei es der letzte. Sag nicht mehr irgendwann, sag wenn nicht jetzt, wann dann. Das passt ja auch sehr gut zur Botschaft aus der geistigen Welt. Den Tag den Tag auszukosten, gibt Ruhe für die Nacht. Ja, also hier, lasst uns morgen alle intensiv leben. Ne? Wunderbar, lege ich auch nochmal mit dahin. Schaut also sehr, sehr gut aus. Das wird auf jeden Fall ein intensiver Tag, der Weihnachtstag. Und ja, abschließend möchte ich auch nochmal etwas in eigener Sache loswerden. Ich möchte mich mal bei allen bedanken, die hier so immer am Kanal ihr Unwesen treiben, die mich begleiten, die dabei sind, die kommentieren, die liken, die klicken, die ganzen Menschen, die ihre Readings bei mir buchen. Das ist wirklich ein unfassbares Geschenk und ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. Ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der sich bei mir meldet und ich weiß, okay, diesem Menschen, dem kann ich jetzt helfen. Ich kann ihn aufbauen, ich kann ihn aufpäppeln, ich kann ihm gut zureden, ich kann ihm Möglichkeiten sagen, Wege aufzeigen, die Karten legen. Also diese unfassbar vielen Readings und Telefonate jetzt schon wieder dieses Jahr, die ich hatte, da bin ich wirklich glücklich, zufrieden und dankbar. Und auch nochmal mein ganz spezieller Dank an die, ich glaube knapp 30 von diesen 6.000, weiß ich nicht wie viel Abonnenten, die eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen haben. Das ist ein kleiner, harter Kern, ein innerer Kreis, die gesagt haben, okay, komm, der macht so viel auf YouTube, ich schließe da jetzt eine Kanalmitgliedschaft ab. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Auch das große Deck, das ich dann dafür sonntags immer für die Kanalmitglieder mache, das kannst du überall anschauen. Ja, das ist ja nur mein Dankeschön dafür. Aber mein Dankeschön von ganzem Herzen wirklich, dass diese Menschen sagen, komm, ich schließe jetzt eine Mitgliedschaft ab. Das ist mein harter Kern, mein innerster Kreis. Und da auch nochmal mein ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Und auch mein großes, großes Dankeschön an diese wunderschöne Community, diese Angel Readings Community. Durchweg super tolle Leute. Ich hatte jetzt in 1,5 Jahren und geschätzt 1 Million Kommentare, vielleicht 2 oder 3 Mal einen blöden Kommentar drin, den sowieso kein Mensch verstanden hat. Aber ansonsten alles dufte, alles wunderbar. Also von ganzem Herzen, ihr alle, die ihr hier seid, seid mein größtes und schönstes Weihnachtsgeschenk. So, und jetzt höre ich auf zu sprechen. Ich wünsche euch für morgen, falls du es heute siehst, oder am Weihnachtstag einen ganz, ganz, ganz tollen Weihnachtstag. Genießt die Zeit, kehrt in euch, findet zur Ruhe, verbringt vielleicht die Zeit mit euren Liebsten. Wenn sie nicht da sind, telefoniert mit den Menschen, die ihr ins Herz geschlossen habt. Nehmt Kontakt auf, tauscht euch aus, seid lieb zueinander. Und ja, dann würde ich mich jetzt verabschieden. Ich weiß nicht, Heiligabend, ob ich dann was mache. Vielleicht gibt es da ein Weihnachtsorakel. Ich schau mal. Aber ich habe mir vorgenommen, jetzt heute bis abends und morgen bis Mittag noch persönliche Legungen zu machen, weil es gibt ja auch Menschen, denen möchte geholfen werden. Und da bin ich natürlich stets zur Stelle. Na? Okay, meine Lieben, dann bin ich jetzt raus. Ich habe euch alle wirklich sehr lieb, habe euch wirklich megamäßig ins Herz geschlossen. Bleibt gesund, bleibt mir treu und wir sehen uns dann nach dem Weihnachtstag. Na? Also bis dann. Servus, ciao, adios, arrivederci, für die und hallo. Servus.